So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher. Ich hoffe, es funktioniert alles, denn das, meine Grafikkarte hat immer wieder ein wunderschönes Treiber-Update. Also, es kann entweder besser laufen oder schlechter. Schauen wir mal. Ne? Nach dem letzten Mal gab es da ja einige Probleme. Ja, das letzte Mal sind wir hier im, Stützpunkt der Salamanderer angekommen und haben auch schon, eigentlich alles weit besiegt, außer dem Professor. Da haben wir nämlich schon den Kampf gegen ihn eigentlich gestartet. Deswegen werde ich jetzt auch die Cutscene hier skippen. Achso, warte mal, ich wollte noch den Trank nehmen, ne? Scheiße. Blablabla, bla, bla, und jetzt Kampf gegen den Professor. Und da haben wir erstmal leider verkackt, weil ich ein bisschen blöd war. Aber das kriegen wir schon hin. Ja. Ach ja, genau, da kann er. Ah. Okay, warte mal. Momentchen. Ich mag die Musik an der Stelle immer noch. Wir laden nochmal neu. Ich war ein bisschen dumm. Hab vergessen, den Trank einzunehmen. Sei mir nicht sicher, war, ob das Spielstand übergreifend hier und so. Albert hat es letztes Mal lieber gelassen. Wo ist denn hier mein Trank? Da. So. Sollte es vielleicht erstmal auffrischen lassen gerade. Fällt mir aber so ein. Damit ich auch gleich mit voller Energie in den Kampf starte. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ja, sonst kann ich, glaube ich, recht wenig machen. Kann auch mal looten. Wenn da, glaube ich, eh nichts passiert, weil da auch letztes Mal irgendwie nur Scheiße war. Vor allem darf ich das Menü nicht öffnen, weil dann. Steht da nicht weiter auf. Ah, ja. Na gut. Dieser blöde Professor, ne? Vor allem die ganzen kleinen Viecher hier, die regen mich ja auf. Packe ich am besten gleich schon mal mein Silberschwert aus, damit ich die mir zuerst platt machen kann. Joa, was kann ich sonst erzählen? Ich habe das ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon einmal erwähnt habe, ich glaube schon. The Witcher, also das habe ich ja am Anfang erzählt, basiert ja auf einer Buchreihe, ne? Die ich nicht gelesen habe und so. Ich habe jetzt auch erfahren, dass es tatsächlich, also das Spiel, das glaube ich auch schon vorher, aber das Spiel basiert ja, also das Spiel spielt ja nach den Büchern. Also das ist nicht direkt eine Umsetzung der Bücher, sondern halt nur in der gleichen Welt, mit dem gleichen Charakter, hier mit Geralt und so. Nur setzt es quasi nach den Büchern an, denn das ist quasi das letzte Buch, was bis, also ich glaube, ich weiß nicht, ob das, ob die Buchreihe abgeschlossen ist. Zumindest ist halt der Vorfall, der quasi am Anfang des Spiels hier gezeigt wird mit der Prinzessin, die, ne, von der, vom Flug befreit wird, das ist quasi ein Thema, das im letzten Buch vorkommt, so ungefähr. Und das hier, was gestern spielt, ist quasi frei erfunden. Und es gibt ja auch, tatsächlich von The Witcher, einen Film. Der kam schon lange vor dem Spiel, der kam 2001. Die Bücher sind halt schon irgendwann, glaube ich, aus den 90ern oder vielleicht sogar noch älter. Und der ist bekannt dafür, dass der richtig, richtig scheiße sein soll. Polnische Produktion, sehr schlechte Effekte und so. Und den kann man sich tatsächlich, der hat sogar mittlerweile eine Blu-ray-Portierung bekommen, was ich ganz interessant finde. Wahrscheinlich durchs Spiel, weil vorher kannte das, glaube ich, kannte den Film, glaube ich, in Deutschland keiner. Und den kann man sich auch komplett auf YouTube angucken. Das wollte ich jetzt tatsächlich die Tage oder so mal machen, als weitere kleine Vorbereitung, ja. Dann kann ich euch mal hier erzählen, wie der Film so war. So, haben wir die Zeit gut rumgekriegt. Ich gehe nochmal speichern. Und dann hauen wir jetzt mal dem Professor nochmal eine über. Ich finde schön, dass der Name da oben angezeigt wird. Wir hoffen, dass es jetzt klappt. Bla 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 bla. Erleuchtet. Kann ich auch 1 drücken? Kann ich tatsächlich. Okay, Moment. Oh Gott. Immer wieder verkacke irgendwie. Nein. Lass gut sein. Ich will eigentlich erstmal die Viecher angreifen. Ja. Mann. Okay. Mein Gott. Timing ist so komisch. Der ist mir einfach nur so dumm. Ich hasse mich gerade schon so ein bisschen für meine Inkompetenz. Muss ich gerne ganz ehrlich zugeben. Ich drücke die ganze Zeit Alt. Leertaste ist Pause, Leon. Das hat sich nicht geändert. Oh ja, hau mir nur rüber, du geile Sau. Mann, hallo! Greif doch mal an. Wenn ich auch hier angreifen drücke, dann sollst du auch angreifen, Kollege Geralt. Ich weiß, ob du es wusstest. Ob das so dass es so funktioniert, aber es funktioniert so. Tatsächlich. Ja, verreck ich halt jetzt nochmal, ne? Hau mal nicht. Das sehen wir dann auf dem Keks, dass ich irgendwie nicht richtig angreifen kann. Das ist aber auch so richtig schlimmes Battlefield hier. Mit so ganz komischen Winkeln und. Ja, hat er sich halt wieder voll gemacht oder? Nee, du bist der ist ja lower. Ja.
ist okay, habe ich halt einfach verdient an der Stelle, weil ich halt richtig schlecht, ich habe richtig für den Arsch gekämpft, ja. Muss man einfach mal an dieser Stelle erwähnen. So. Bitte laden, danke. Salamandra Stützpunkt. Und zum 10.000. Mal, weil ich einfach so scheiße bin. Eins drücken, Hab ich gerade schon Damage gekriegt, bevor ich überhaupt... Glaube schon. Irgendwie ist der Angriff hier total komisch. Der wird manchmal einfach gecancelt. Okay. Spiel. Habe ich schon verstanden. In der Hinsicht werde ich froh sein, wenn Witcher 1 vorbei ist. Das ist ganz lustig, weil ich war heute, war so Familienessen und so, und da ist ja auch Andi immer, und Andi ist ja der, hat ja Witcher 3 gespielt und ist auch großer Fan, ja. Und das ist ganz lustig, weil ich habe mich dann heute mal so ein bisschen mit ihm unterhalten und gemerkt, ich kann schon mehr über Witcher reden. Und dann gedacht, ah ja, klar, kenne ich die Charakter. Ob ich eigentlich gerade so dumm die richtigen... Ich bin gerade einfach... Nee, komm. Irgendwas ist hier gerade faul. Irgendwie... Irgendwas komisch. Ich bin gerade so dumm, die irgendwas richtig zu machen. Aber warum blockt der so ganz komisch? Ich check das nicht. Vor allem, der hält halt nicht viel aus, aber irgendwie macht er mich so schnell nass. Was ich nicht so ganz verstehe, um ehrlich zu sein. Die Musik erinnert so ein bisschen hier an Star Wars. Aus Episode 1. Achso, habe ich wieder mein komisches... Nein, ich habe wieder mein komisches Schwert hier ausgerüstet, ne? Oder was? Ja. Das hier möchte ich. Kannst ja sonst auch knicken. Extraordinary. Das ist generell das falsche Schwert. What the fucking heck ist hier los? Warum bin ich... Das Spiel scheiße und ich bin scheiße. Das ist so... Mach mich schon mal wieder beiden. Ja, ich konnte mal wieder mich 10 Jahre nicht bewegen in diesem Spiel. Das ist immer sehr nett, wenn das passiert. Wenn ich so paralysiert werde, dass ich mich erstmal ungelogen 10 Sekunden lang nicht bewegen kann. Nichts machen kann. Und die mich schön vollsilzt mit ihrer Scheiße in der Zeit. Ich liebe es. Oh, der Kampf ist nicht wieder richtig cancel, einfach nur, ne? Ja. So. Jetzt zücke ich einfach mal direkt das Schwert. Scheiß drauf. Ich gehe direkt auf ihn. Obwohl, dann mache ich lieber den Stil. Kann auch nicht so gut funktionieren. Ja, danke. Danke fürs Paralysieren mal wieder an dieser Stelle. Ich liebe dich, du blöder Pix-Professor, ey. Oh, geht mir so auf den Keks, ne? Dieses behinderte Gameplay einfach nur. Kampfsystem. Ach, generell Gameplay im Spiel ist Müll. Story-Charaktere sind cool, der Rest ist Müll. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier noch tun soll. Guck mal, sogar noch angezeigt, der nette Kerl. Soll jetzt das Schwert ausrüsten, ne? Oh, und dann diese behinderte, verwinkelte Map. Auch einfach nur vom Arsch ist. Der bricht einfach meine Angriffe ab dadurch. Mit seiner Scheiße. Ja, und schon wieder kann ich nichts machen. Spiel! Ich hämmer diese behinderte W-Taste, ne? Dass er diesen Ausweichjump macht. Nö. Kriegst du nicht. Oh, du bist so ein Dreckspiel, ne? Alter, Verwalter, das kannst du dir echt nicht geben. Boah, sonst habe ich doch alles beim dritten oder vierten Versuch geschafft. Aber gerade ist halt echt komplett meine Hoffnung verloren. Hier, ich zück direkt das behinderte Kackschwert hier. Ich muss erstmal seine komischen kleinen Wichsdiener da ausschalten. Sonst wird halt, glaube ich, nichts.
Kann ich vielleicht jetzt sogar... Nein, ich kann nicht erstmal noch F5 drücken. Oh, geht mir so auf den Sack, ne? Vor allen Dingen, am meisten geht mir auf den Sack, dass der erste Versuch mal wieder der beste war. Indem ich eigentlich schon fast tot hatte. Und auf einmal passiert nichts mehr. Ja, danke schön. Ich liebe es. Einmal da drin ist es vorbei. Dann ist einfach vorbei. Dann passiert einfach nichts mehr. Oh, ist das behindert. Das kann echt wieder nicht wahr sein, ne? Oh, ich krieg das Kotzen. Ich krieg so das Kotzen. Und dann immer wieder diese behinderte Katze, die ich mir angucke. Keine Chance. Ja. Willst dich damit voll. Haben wir die ganze Zeit. Oh, diese wieso starte ich auch in einem Teil der Map, wo ich einfach nur eingekesselt werde? Das ist auch komplett scheiße. Dann guck mal, warum ich nicht zaubern kann, dann habe ich es verstanden. Geh jetzt ganz langsam an. Hier ist wahrscheinlich wieder. Ja. Es sieht aus, als wenn man da durch könnte, aber man kann es einfach nicht. Oh, wie viel kann man in diesem Spiel hängen bleibt, ne? Das ist so zum Kotzen. Komm, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach durch. Lass mich einfach durch, bitte. Oh, diese Map ist Cancer pur, ne? Map. Kann man überhaupt Map nennen? Wenn ich gleich irgendwie grütze oder so. Ja, und ich wieder. Ja, gesehen, ich habe wieder einfach Damage bekommen. Ja, schon wieder. Wenn ich in deren Nähe bin. Hm. Eine Idee, was ich jetzt mache? Bin anscheinend aufgeschmissen. Greif doch einfach. Warum? Ich drück Angriff und der macht 10 Jahre nichts. Dann drücke ich nochmal, damit er es vielleicht endlich mal macht. Und ich wieder abgebrochen. Du hast zu früh gedrückt. Ach so. Danke. Das ist so ein Müll. Kurz eine reinhauen, so ungefähr. Mann, ich ärgere mich, dass der eine Kampf, ne? Da hatte ich die doch halb. Ja, und schon wieder werde ich einfach nur... Alter! Jetzt hänge ich da an so einem kleinen Viech fest, ne? So behindert. Alter, es tut echt weh. Achso, warte mal, ich kann ja jetzt wieder... Mach doch bitte auch. Ich brauche nicht 10 Jahre, um den Angriff auszuführen. Dankeschön. Dieses Knistern, ne? Haben sie auch bei YouTube mal eben so gesucht, hm? Knistergeräusch. Das dann runtergeladen und eingefügt. So hört sich das an. Ich verstehe das Spiel schon wieder nicht. Hm. Jetzt bin ich wieder im Winkel des Todes. Man kommt hier halt, man kann ja nichts machen. Wieso kann ich da nicht durch? Nö. Wir bauen einfach eine Ecke ein, in die man nicht... Ja, das war's. Wenn ich das einkesseln hier. Oh, ist das Cancer. Das ist echt nicht zu glauben, ne? Ich muss den jetzt echt mit Feuer, glaube ich, so ganz langsam platt machen. Sonst sehe ich wenig Hoffnung. Möchte sein. Das kannst du öfter mal machen, dich so frei setzen hier. Und dann kommt er wieder mit seinem komischen Blitz, der irgendwie alles in mir cancelt. Das ist, glaube ich, einfach ein Cancel-Angriff, kann das sein? Dass einfach meine Angriffe unterbrochen werden. Schlechter kann man es nicht designen, glaube ich. Brrr, ja, ne? Haben wir die heute noch so? Sehe schon, komplett stunt er mich, obwohl er am anderen Ende der Map ist. Und er kloppt dann einfach mich tot. Ich kenne das Spiel schon ganz gut mittlerweile.
Kannst du irgendwie knicken? Ja, man muss ja stehen bleiben, das war ja der Witz an der Sache. Geralt, bitte beweg deinen Hintern. Ich kann ihm einfach kurz eine reinhauen, dann ist es wieder vorbei. Oh, ist das kacke. Macht er jetzt? Bin gleich tot. Schon wieder. Habe ich auch noch diesen einen Trank, der instant HP wiederherstellt? Weiß ich nicht. Wo ist er hin? Hat er gar keinen Bock mehr? Ah. Einfach knicken, ja, geht einfach nicht. Kommt aber nicht durch. Ich muss doch sein Schild durchbrechen können. Wenn ich so weitermache, dann dauert er 10 Jahre. Da bin ich nächste Woche noch nicht fertig. Ziehen wir auf einmal viel mehr Arbeit sonst, nett. Hat der Swapke den Juckt gerade? Guck gerade mal, habe ich hier noch irgendwie einen Trank, der... Ja, okay. Ich kann jetzt natürlich benutzen hier. Pup. Auch gleich wieder runter, was ich da jetzt drauf habe. Irgendwie ein gescheiterter Abnehmenversuch. Habe ich gleich wieder alles drauf, was ich runter habe. Mir ist auch gesagt. Okay, jetzt fangen sie wieder an hier, ne? Ne, warum? Warum wurde so komisch zurückgezogen gerade? Auch schon wieder. Ja, ihr kleinen Wichsviecher, ne? Geht einfach nach Hause. Hört auf. Bitte. Oh, ich hasse es. An jedem scheiß Pixel im Spiel bleibt man hängen, ne? Oh, es ist so kotze. Es ist so kotze. Wird irgendwie komisch rangezogen vom Gegner. Also auch sehr nett auf jeden Fall. Wird noch mehr, was irgendwie mehr helfen könnte. Ja. Ja, einfach mal ausprobieren. Ja, bringt natürlich nichts, wenn das Spiel trotzdem einfach an Behinderung leidet. Ja, ich merke schon, gute Reflexe. Ich krieg trotzdem immer genauso viel Damage. Also unfair viel, wohlgemerkt. Wie lange hält das? Sieht man das irgendwo? Ne, Sturm stand da gerade irgendwo. Da. 17 Minuten. Alter, das ist nicht wenig. Bringt trotzdem nichts. Weil ich trotzdem jämmerlich verricken werde. Eigentlich nicht zum Heilen. Ja, genau. Weich halt so komisch aus. Warum? Ja, ich tippe das halt so an, weil ich mir denke, so, ich will einen Pixel weiter nach da. In anderen Spielen macht das auch. Moment, krieg ich. Ach, ich krieg gar keinen Heil-Dings hier mehr, wa?
Keine Schwalbenregeneration. Riecht das richtig? Bringt den jetzt einfach. Oh, der grüne Balken schädigt. Okay, toll. Jetzt verrecke ich gleich so einfach. Merkt schon. Ich will doch nur meine Leben wieder haben. Oh, nö. Was mache ich denn, wenn ich hier den Kampf verliere? Ich schaff den ja sonst. Ich schaff den sonst nicht. Keine Chance einfach. An dieser Stelle. Ja, ich kriege keine. Will nicht wissen, wie viel Erfahrung kriege ich. Will wissen, ob ich überhaupt Leben zurückbekomme. Ja, langsam, aber sicher. Ganz langsam. Davon viel zu wenig, wohlgemerkt. So eine Süßigkeit essen. Bringt bestimmt viel. Ich kann speichern. Ha! Oh, Spiel, ich liebe dich manchmal so ein bisschen für deine Dummheit, ne? Okay, hoffen wir mal, dass auch sein Leben gespeichert bleibt. Wo ist er hin? Ja, toll. Ja, ganz großes Kino. Ganz großes Kino mal wieder. So schön, mit was für einer Geschwindigkeit ich mich jetzt fortbewege. Ich weiß, ich habe genau diesen Trank geschluckt, damit das passiert. Aber hätte ich gewusst, dass es so scheiße ist, dann hätte ich es vielleicht auch sein lassen. Danke, danke, danke. Lass mich bitte vorbeiziehen, damit ich kein Damage kriege. Ja, ist ihm egal. Und was dann? Dieses Spiel gibt mir echt Cancer, oder? Oh, ist mir jetzt egal, ich hau jetzt einfach rauf. Hab ja gespeichert. Irgendwie so halb. Ey, das ist so behindert, dass nur jeder 25. Angriff mal durchkommt, ne? Ha! Meine Fähigkeit ist weg. Eigentlich gar nicht so schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Boah, wo soll denn das noch enden, wenn ich noch, keine Ahnung, den Endboss oder so, wenn ich daran denke, ey. Boah. Ja, jetzt verrecke ich ja komplett, Alter. Verfolgen mich ja nur noch. What the heck? Ich bin ja keine Sekunde mehr in Ruhe. Danke auch. Ja, leck mich, ey, ehrlich. Boah, geht mir das auf den Sack, dass er einfach nicht angreift manchmal, ne? Dann so, soll ich wirklich angreifen? Ja. Tu es einfach. Hämmer einfach irgendwie mit deinem Schwert drauf. Hauptsache. Irgendwas passiert. Aber es passiert immer einfach nichts. Mir bleibt keine andere Wahl, außer ihn so richtig langsam damit fertig zu machen. Ich meine, ich finde es schön, dass ich diese Option überhaupt habe. Also, sobald ich mir ein bisschen mehr an Action gehe, dann kriege ich so viel Damage. Ich weiß nicht, was ich tun soll, ehrlich. Ich meine, es klappt ja. Ich werde diesen Kampf auch irgendwie schaffen. Aber für die Zukunft habe ich echt Angst. Ich meine, ich hänge jetzt seit 24 Minuten an diesem einen Kampf. Ich wollte eigentlich noch, ne? Ich hatte ein bisschen mehr geplant, so für den Dach. Und das war nie jedem Pixel hängen bleibt, ne? Da würde ich nicht sagen, dass ich mich fast geht habe. Da ist das Spiel aber nur scheiße.
Männer so wenig. Naja, nee, komm. Kann ich nicht was. Ich hab doch nicht zurück. Warum springt er manchmal so zurück? Wo ich diesen Input nicht gebe. Wiederhole, nicht gebe. Jetzt interessiert ihn einfach nicht. Auch okay. Ich hoffe ja, dass ich wenigstens die fetten Viecher gleich einigermaßen K.O. kriege. Aber selbst das... Aua. Selbst da sehe ich nicht allzu viel Hoffnung. Nee, okay, das war's. Ich sterbe jetzt. Oh, ist das kacke. Guck, der ist dann einmal stunned und das war's. Das war's einfach. Oh, ist das schlecht. Ist das schlecht. Okay, ich habe ja immer den Speicherpunkt. Ich hoffe nicht, dass es seine Leben resettet sind oder so ein Blödsinn, ja. Würde mich ja nicht wundern. Aber dann zimmer ich jetzt einfach nur noch auf. Dann ist mir das jetzt egal. Lange bis es irgendwie klappt. Achso, jetzt habe ich auch noch die Fähigkeit. Ich kann nicht laufen. Doch, jetzt. Was zum Teufel tust du da? Hat er noch? Okay, er ist nicht mehr Full Life. Sehr gut. Was ist jetzt genau gerade das Problem des Spiels? Ob ich da gerade über den Boden geglitten habe, so getan, als würde ich was essen. Wo ich es augenscheinlich nicht getan habe. Und schon wieder irgendwas gecancelt. Hm. Hier. Hab er gespeichert. Einfach mal versuchen. Er ist gleich tot. Ah. Ich habe den Professor. Oh, okay. Muss nicht mal mehr die Kleinen besiegen. Go ahead. Your invaluable witch's treasure awaits. You have what you wanted. Show mercy. Never hurts to ask. So you can parry arrows in flight. Oh nein. Okay, what the heck? Ich hatte immer einen Autospeicherpunkt. Oh Gott, ja okay. Es ist aber wenigstens nur einer. Da habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Wechsel dein Schwert mal einen Takt schneller, bitte. Wäre echt nett. Und jetzt renn halt nicht weg. Ich wünschte, ich könnte diesen Langsamkeitstrang wieder rückgängig machen, ey. Okay, tschüss. Oh, okay. Oh Gott, das dauert ja alles 10 Jahre, ey. Will ich mich jetzt nochmal, wenn ich mein Schwert weg hab? Nein. Alter, jetzt dauert es ja 10 Jahre, bis ich hier irgendwas erreiche. Oh danke, der Trank ist weg. Ich bin nie so erleichtert. Mal speichern. Was muss ich jetzt machen? Okay, wo bin ich hier und wie bin ich hier gelandet? Wäre jetzt meine Frage. Beziehungsweise erstmal gucken hier, war das überhaupt angesagt für Quest hier? Muss sie besiegen und hier rauskommen. Aha. Oh, war ja. Leute, ich würde trotzdem sagen, das war Witcher für heute. Es war ein lustiger Kampf. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Wir sehen uns dann
nächsten Folge wieder, wenn ich die Kiste gelootet habe. Bis dahin, tschüss.